Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für die freundliche Einladung. Ich knüpfe sehr gern an die spannenden Vorträge von Frau Eder und Herrn Berger mit dem Thema Resilienz und Mental Health, also psychische Gesundheit sowie risiko- und protektive Faktoren. Das fasst es so ein bisschen zusammen, auch was die Vorredner schon gesagt haben. Wir sehen hier auf der nächsten Folie zunächst das Forschungsprogramm unseres Instituts, Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Wir arbeiten translational in Tiermodellen und Humanstudien, vor allem Langzeitstudien zum Verständnis von Resilienzmechanismen. Also wie bleiben Menschen psychisch gesund während Krisen oder wie können sie sehr schnell wieder ihre psychische Gesundheit zurückerlangen nach solchen, also wenn sie zum Beispiel eine emotionale Belastungssituation haben. Das würden wir als Resilienz bezeichnen und da untersuchen wir die Mechanismen. Was heute für uns wichtig ist, wir entwickeln Interventionen, als jetzt auch innerhalb von der Covid-Situation für Online-Interventionen zum Beispiel für betroffene Personen. Und was mir heute wichtig ist, ist, dass wir auch systematische Reviews und Meta-Analysen durchführen und die zeigen eben auch überraschende Bilder für die Situation der psychischen Belastung jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie. Da komme ich gleich etwas drauf zu sprechen. Und typisch für Leibniz, für die Leibniz-Gemeinschaft ist eben, dass das Wissen auch in die Bevölkerung übertragen wird. Und da gehört auch sowas dazu, dass wir hier in solchen Rahmen diskutieren und uns austauschen gegenseitig. Die Belastungsfaktoren, die wir aus der Literatur haben, und wir haben hier in einer WHO-Gruppe sehr ausführlich Literatursurveys gemacht, um die Belastungsfaktoren zu identifizieren, die sind eigentlich alle auch schon von den Vorrednern genannt worden. Also die Ängste einerseits, sich zu infizieren, die Lockdown-Maßnahmen, dann natürlich das Schließen von Universitäten, von Schulen, die zu entsprechenden Effekten geführt haben. Und dann, was auch schon bei Frau Ueda anklang, eben finanziellen Sorgen, die die Menschen haben, die wahrscheinlich, und so schätzen wir es auch an, das Risiko für Suizide erhöhen, obwohl wir noch keine Daten für die aktuelle Situation haben. Jetzt war gerade in Lancet Psychiatry eine Studie aus High-Income Ländern, die also keine erhöhten Suizidraten für die erste Welle der Pandemie gezeigt hat. Da muss man also abwarten, wie das weitergeht. Weitere Stressoren sind natürlich im Bereich Homeschooling, Homeoffice Work und möglicherweise Zunahme von Domestic Violence. Es ist aber auch nicht sehr gut dokumentiert. Und das sind also die bekannten Stressoren. Und ich ergänze hier eigentlich zu Herrn Berger, der natürlich hier die beste Datenbasis hat, einer longitudinalen Studie. Füge ich hier das COSMO-Panel dazu. Das hat Frau Betsch aus Erfurt aufgelegt. Und da haben wir an verschiedenen Stellen mitgearbeitet zum psychischen Belastung. Und hier sieht man die situationale Burden während der Pandemie in den verschiedenen Altersklassen. Und da sieht man eigentlich sehr schön, dass die Belastung eben hier zu Beginn erhöht ist, dann im Rahmen der niedrigen Infektionsraten dann über den Sommer runtergegangen ist und dann mit den neuen Wellen dann auch die Belastung wieder zugenommen hat und dass die Belastung eben besonders in den jungen Menschen, 18 bis 29 Jahre hier in Rot, dann immer jeweils auch erhöht angegeben wird. Das zeigt sehr schön, was auch die Vorredner schon gesagt haben, dass die jungen Menschen hier besonders belastet sind. Also man kann so mal sagen, jung, ökonomisch, sozialökonomisch belastet, das sind die wichtigsten Risikofaktoren. Ich möchte Ihnen hier nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass man alle Studien anschaut, die publiziert werden. Wir haben das getan für die erste Welle der Pandemie, für Mental Burden und haben hier 104 Studien, die innerhalb kurzer Zeit letztes Jahr für die erste Welle publiziert wurden. Das waren mehr als 200.000 Personen, die teilgenommen haben an diesen Befragungen. Und wir haben hier mittlere bis große Effektstärken für die Zunahme von depressiven und Angstsymptomen im Vergleich zu der Situation vor der Pandemie in der Allgemeinbevölkerung, also weltweit. Wir sehen also tatsächlich erhöhte Belastungssymptome weltweit.
Das ist nicht gesagt, dass das tatsächlich zu einem Anstieg von Diagnosen kommt. Wir gehen viel von Resilienz aus der Person, aber es ist durchaus natürlich damit zu rechnen. Die Daten gibt es aber noch nicht über die eventuelle Zunahme von Depressionen oder Angststörungen. Was zum Beispiel interessant ist, wenn Sie in die Medien haben immer gesagt, dass Healthcare Workers, also Gesundheitspersonal, stark belastet ist und auch mehr psychisch krank und so weiter. Das haben wir nicht gesehen. Die Studien zeigen das nicht. Sie haben zwar mehr Stress, aber waren in der Lage, eben damit zu copen und eben hatten keine erhöhten depressiven oder Angstsymptome im Vergleich zu präpandemischen Werten. Wie Herr Berger die Langzeitstudie gezeigt hat und auch Frau Ueda, das ist eben wichtig, präpandemische Werte im longitudinalen Verlauf bei gleichen Personen zu untersuchen. Das gibt uns die besten Informationen. Wir haben das auch in unserer Longitudinal Resilience Studie in Mainz auch gemacht und haben 500 der 1200 Personen nachverfolgt über die Pandemie und haben gesehen, dass die im ersten Lockdown weniger Stress hatten und auch weniger psychische Belastungssymptome. Also es gibt eben auch positive Entwicklungen, positive Effekte, die die Pandemie hat und die müssen wir eben auch in den Blick nehmen. Damit komme ich zu den Risiko- und protektiven Faktoren. Die Risikofaktoren sind im Wesentlichen genannt worden, dazu vielleicht noch die vorhergehende psychische Erkrankung. Das ist aber von der Datenlage her nicht ganz sicher. Und protektive Faktoren sind Menschen, die im Lockdown eine Tagesstruktur aufrechterhalten können, die einen positiven psychologischen Reappraisal-Stil haben, also dass sie auch Positives in der Krise sehen können. Und dann, wie gesagt, Menschen, die älter sind, die auf Vorerfahrungen von Krisenbewältigung zurückgreifen können, die sich in einer guten finanziellen Situation und stärker höher gebildet sind. Das sind protektive Faktoren. Und ich denke, dass damit auch schon einiges gesagt ist, wo eben dann entsprechende Interventionen ansetzen können. Und wir haben zum Beispiel jetzt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anderer Kliniken zum Beispiel oder Institutionen ein Employee Assistance Programm, wo man nach einem kurzen Screening dann in einem Stepped-Care-Ansatz Intervention bekommt, anonym und ohne Wissen des Arbeitgebers. Also damit bieten wir eben auch Support an für betroffene Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.